stabilisiert eure Verbindung von Hals, Kopf und Rücken zu beobachten. Und genauso wie beim Vorhin, dass ich die Hüfte auf den Stuhl gesetzt habe, würde gerne, dass ihr jetzt mal eine Runde gleitet. Und zwar fangt ihr so an. Ihr geht so ins Wasser. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, wie er die. Ja? Und wirklich versucht das so zu kriegen. Und jetzt kommt wieder der wichtige Moment, weil wahrscheinlich sehr viele das machen werden. Also versucht wirklich das reinzukriegen. Ihr atmet aus. Und dann atmet er wieder ein. Und dann nächste Runde. Setz dich mal hin, pass mal auf die Platte zu, setz dich hin und du machst nur halbe Strecke. Okay, setz dich mal hin, Ingo. Halbe Strecke. Genau, stopp. Merkt ihr, dass ihr jetzt den Kopf wieder nach hinten zieht? Setz dich mal ein bisschen weiter hin, dann wird es noch ein bisschen mehr. Seht ihr das? Und dasselbe passiert euch auch ein bisschen im Wasser. Das heißt, wenn der Körper in Aktion tritt, wenn man sich schlecht benutzt, fängt man an, den Kopf nach hinten und unten zu ziehen. Ingo, stell dich nochmal hin. Und meine Aufgabe für dich ist jetzt, darf ich nochmal nicken? Jawohl. Dass du dich hinsetzen kannst, ohne den Kopf in den Nacken zu ziehen. Das heißt, deine einzige Aufgabe ist, du erlaubst den Hals loszulassen, dass der Kopf frei auf der Wirbelsäule gelagert ist. Die Wirbelsäule, jawohl. Und du behältst die Länge, du behältst die Länge, du behältst die Länge. Machen wir mal eine Pause. So. Darf ich nochmal nicken? Darf ich nochmal nicken? Jetzt. So, seht ihr jetzt den Unterschied in seinem Rücken? Genau, und das ist der Unterschied, den ihr im Wasser braucht. Ingo, du darfst deine Arme baumeln lassen. Okay, das ist, weil er ein alter Leistungsschwimmer ist, der hat einen trainierten Latissimus, der macht sofort zack, ja, sobald es ein bisschen anstrengend wird. Erlaubt dem Hals weiter loszulassen, genau. Und während du dich hinsetzt, schickst du die Sitzknochen weg vom Kopf, den Kopf weg von den Sitzknochen und die Knie nach vorne und weg. Genau, und jetzt sitzt er, Achtung, ruhig bleiben. Ich nehme deinen Rumpf und bring den in der Länge nach hinten. Oh, sehr schön. Und zum Aufstehen machst du gar nichts, du lässt nur den Kopf. Jawohl. Ja, das ist das, worum es geht. Und nachher, wenn ihr ins Wasser geht, 9 von 10 machen, zack. Ja. Und deswegen teile ich das gerne an Land, das wollen wir definitiv nicht machen. Beim Schwimmen haben wir ein bisschen das Problem, wir haben eine einzige Lage oder die einzige Sportart, wo wir eine horizontale Lage haben und wir sehen nicht, wo wir hinschwimmen. Wir haben keine Orientierung. Und das ist uns an sich sehr unangenehm, das heißt, wir gucken gerne nach vorne und genau das ist das Problem. Das wollen wir nicht, unter anderem aus dieser Grundverständnis. Und das werden wir gleich im Einzelnen ein bisschen üben und aufbrechen. Wir wollen auch beim Atmen den Kopf so zur Seite drehen, wir wollen nicht den Kopf in den Nacken ziehen. Das wird eure Aufgabe sein. Wo wir hinschwimmen, oder ob wir was sehen oder nicht, ist es erstmal relativ egal. Weil, wenn wir nachher im Triathlon sind und zum Beispiel im Langener Waldsee schwimmen, der ist jetzt nicht so klar, dass man so viel sehen würde, wenn man nach vorne kommt. Also es lohnt sich auch gar nicht, man kann seinen Kopf hängen lassen, man kann sogar auch mal die Augen zumachen. Die Orientierung bringen wir woanders hin. Das zeigen wir euch auch gerne noch, aber nicht dadurch, dass ich nach vorne komme. Das ist noch was anderes, wenn ich im normalen Schwimmbad schwimme, mit öffentlichem Badebetrieb und mir ständig nur um mir entgegenkommen, da lohnt sich das bereits, bevor ich ständig kollidiere. Aber ganz grundlegend, wenn es möglich ist, wollen wir gerne den Kopf schön lang lassen.